Wolfgang Amadeus Mozart, meine Damen und Herren, wie er den Flohwalzer gespielt hätte. Amadeus Mozart. Und ich würde sagen, ein schönes Gegenbeispiel dazu kam gleich an zweiter, dritter Stelle Ludwig van Beethoven, ein sehr düsterer Zeitgenosse, sehr viel in Moll geschrieben, weiß nicht, ob er es wusste, hat es ja nicht gehört. Und bei dem würde sich der Flohwalzer wahrscheinlich folgendermaßen anhören. Beethoven. Dankeschön. Und ich würde sagen, den letzten Komponisten, den machen wir gemeinsam, Marcel. Und zwar Johann Sebastian Beethoven. Nein, Johann Sebastian Bach spielt den Flohwalzer vierhändig.